Im letzten Video habe ich die sechste geheime Welt in Polyworld freigeschaltet, für die man alle Level perfekt ohne Schaden und unter Budget abschließen muss. Und in diesem Video werde ich gucken, ob mein Intelligenzquotient dafür ausreicht, auch nur ein Level da zu schaffen. Das erste heißt Erdbeben. Lol. Guckt euch mal das Auto an. Hä? Das haben wir ja noch nie gesehen vorher. Neues Auto einfach. Was passiert denn da jetzt? Aha, aber was macht das? Ach, oh mein Gott, die ganze Brücke wird hin und her gezogen. Alter, das ist ja crazy. Also ich hätte ja gedacht, dass die Level wirklich schwierig werden und irgendwie außergewöhnlich. Aber ich hätte nicht erwartet, dass jetzt sowas Verrücktes da kommt. Ey, übrigens, es ist einfach 1 Uhr nachts und ich kann nicht schlafen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, nehme ich doch einfach eine neue Folge Polybridge auf. Auch funny. Ich glaube, das bricht einfach weg. Ja, das ist eigentlich immer eine ganz schlaue Taktik, dass man erst einen Bogen unten macht und dann nochmal einen Bogen oben. So? Nee. Also dann müssen wir hier auf jeden Fall irgendwas mit Federn bauen. Nee. Okay, ich glaube, jetzt habe ich eine Idee, wie man es machen kann. Hier so zwischen diese Dinger einfach Federn spannen, die das Ganze so zusammenziehen, dass wir hier oben einen Bogen haben und hier sind ja auch Gelenke. Probieren wir erstmal so. Ja. Oh. Okay, guck mal, das hält schon wenigstens mal ansatzweise. Ist natürlich jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube, man kann auch solche Muskeln bauen aus Federn. Oh ja. Oh nee. Wir bewegen uns in eine Richtung. Ey, fühlt ihr das? Wenn man so nachmittags geschlafen hat, ne? Oder nicht nachmittags, aber so gegen 18 Uhr irgendwann einpennt und dann einfach nachts nicht schlafen kann? Genau das habe ich gerade. Um 18 Uhr war ich irgendwann so müde. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, halbe Stunde Nap kann man sich schon gönnen. Der halbe Stunde Nap wurde dann zu ein bisschen längeren Nap. Und jetzt sitze ich hier. Oh ja, guck mal. Oh ja. Oh ja. Da bin ich auch gespannt, was die anderen da gebaut haben. Ja, oh, er fährt. Er ist jetzt erstmal ein bisschen gefahren. Und wenn wir hier so einen Federkern reinbringen. Junge, wie bei so einem Bett. Einfach ein Federkern. Nee, der klappt da immer noch ab. Oha. Es hält, aber er kommt nicht voran. Nein, es hält. Die Brücke hält. Oh, nö. Das kannst du ja keinem erzählen. Das sieht auch low-key aus wie so eine Raupe, die Brücke, die ich hier gebaut habe, ne? Also, ich hatte eine Nacht Zeit, um über unsere Schuppenpanzerbrücke, die ich hier gebaut habe, nachzudenken und bin zu dem Entschluss gekommen, die ist es einfach nicht. Ich glaube auch, wir brauchen hier nach Möglichkeit eine gerade Straße, ja? Deswegen gehen wir das Ganze ein bisschen anders an. Und jetzt machen wir hier nur noch eine Feder rein. Denn ich glaube, das Problem ist, wenn wir mehrere Federn da reinhauen, dann wird es halt einfach zu instabil. Und dann wobbelt das halt zu doll rum. So einen fetten Bogen hier rüber. Hä? Warum will er da hinten jetzt nicht? Und jetzt bauen wir hier unten nur noch so eine Stahltrasse hin. Ja. Dann sollte das hoffentlich vielleicht eventuell auch funktionieren so. Sehr kritisch. Was ist denn, wenn wir die Feder nach da hinten machen? How about that? Alter, fetzt es den weg. Scheiße. Ja, ist halt hier wieder das Problem, dass das Ganze halt über die Straße läuft. Die Kraft sollte hier auch wirklich eigentlich auf keinen Fall auf der Straße drauflagern. Der bricht einfach den Stahlträger durch. Oder Savage. Haut da einfach den ganzen Stahlträger durch. Oha. Nein, oh mein Gott, ich dachte kurz, es funktioniert jetzt auf einmal. Okay, krass, okay. Vielleicht nochmal ein bisschen komprimieren, den Wumms hier hinten. Ja. Nee, bitte komm. Gönn. Nein, Alter, der Stahlträger. Ey, das kann nicht sein. Ich mache jetzt einen Diamanten im Diamanten. Das ist die wildeste. Das ist. Alter. Wenn das jetzt nicht hält, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist der Diamant im Diamanten. Oh, jetzt geht die Kraft aber leider wieder auf die Straße. Das ist ganz brutal. Aber es hält bisher. Komm, gönn. Ja.
Yes, komm, jetzt fahr bitte einfach. Fahr, nein. Ja, nee, doch, ja, let's go. Alter, das war ein Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde. Hier geht es jetzt zum Video, in dem ich das zweite Level der sechsten Welt spiele und ich bin gespannt, ob das genauso verrückt wird wie dieses hier.